Nachdem ich euch am Sonntag meine Top 5 der schlechtesten Boxeneinfahrten in F1 22 vorgestellt habe, folgt nun die Top 5 der meiner Meinung nach besten Boxeneinfahrten in F1 22. Und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung auf F1 22 basiert. Ich muss dazu sagen, diese Liste hat mir wirklich schwer gemacht, denn ich hatte 10 Favoriten und ich musste mich auf 5 dann halt beschränken. Letzten Endes war es eher eine persönliche Entscheidung und ich bin gerne darauf gespannt, welche ihr unten in den Kommentaren vielleicht sogar mit Begründung da lässt. Also würde ich sagen, legen wir los. Auf Platz Nummer 5 haben wir den Autodromo Enzo Edino Ferrari, auch besser bekannt als Imola. Du kommst durch die letzte Kurve, Vollgas, eventuell hier und da vielleicht ein bisschen abkürzen, dann bremst du rechtzeitig und das war's schon. Auf Platz Nummer 4 haben wir den Silverstone Circuit. Du kommst aus Stowe heraus und dann fährst du quasi Vollgas in die Boxengasse, bevor du dann kurz bei dem Schild den Anker schmeißt und mit 60 km/h dann in die Boxengasse fährst. Aber im Real Life ist dort übrigens 80 km/h, für alle, die es noch nicht wussten. Auf Platz Nummer 3 haben wir den Autodromo Nazionale di Monza. Du kommst aus Curva Alboreto, ja, heißt jetzt so, Parabolica gibt es nicht mehr als Name. Dann fährst du ein bisschen schräg, bremst ungefähr bei der weißen Linie, vielleicht auch ein bisschen später, und dann mit 80 km/h in die Boxengasse. Auf Platz 2 haben wir den Bahrain International Circuit. Du kommst aus der letzten Kurve raus, fährst einfach so ein bisschen quer über die Strecke, bremst rechtzeitig und schon bist du in der Boxengasse mit 80 km/h. Ganz simpel. Auf Platz 1 haben wir den Autodromo José Carlos Paz. Du kommst aus dem dritten Sektor Vollgas heraus, ordnest dich ein bisschen links ein, hier und da cuttest du noch ein bisschen was weg und dann bremst du ungefähr beim 80 km/h-Schild, beziehungsweise die 80 km/h gelten erst ab der weißen Linie. Die alte Variante war auch geil, aber diese hier finde ich echt sehr gut gelöst. So, liebe Community, das war meine Top 5 der besten Boxeneinfahrten in F1 22. Dankeschön fürs Zuschauen. Am Donnerstag erwartet euch der Rückwärts-Grand Prix im 5-Runden-Modus mit Marcel Fischer aus Frankreich. Freut euch schon mal drauf. Ihr wisst ja, wir werfen da wieder einen Blick in die Vergangenheit. Und ab Samstag gibt es dann die Boxenausfahrten, meine Top 5, und zwar die schlechtesten. Freut euch schon mal drauf. Gerne den Kanal supporten, wenn ihr das möchtet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann und ciao.